Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Pokémon Go Video. Es ist wieder Zeit für euch, ein neues Video zu drehen, wie ihr Pokémon Go bzw. Spoofer X auf eurem iOS-Gerät kostenlos installieren könnt. Ich weiß, es hat einige Zeit gedauert, bis ich dazu mal wieder ein neues Video mache, aber es gab bis vor kurzem keine andere Möglichkeit, das Ganze kostenlos zu machen und ohne einen PC. Nun haben die Entwickler von Spoofer X es geschafft, dass man kein PC mehr braucht, das Ganze kostenlos ohne PC auf dem Smartphone zu installieren. Was ihr dafür benötigt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht einfach euer iOS-Gerät, einen Link, den ich euch jetzt im Video gleich zeigen werde, und ihr müsst eigentlich nichts mehr beachten. Das war's eigentlich schon. Viele von euch verstehen das leider noch nicht so ganz genau, was man zu beachten hat, deswegen gehen wir in die Nahaufnahme, da zeige ich euch nochmal ganz genau, was ihr zu tun habt, damit ihr Pokémon Go bzw. Spoofer X auf eurem iOS-Gerät installieren könnt. Ich habe hier das iPhone 7 Plus und da habe ich die aktuellste iOS-Version 14.2, glaube ich, drauf. iOS 15 gibt es bei meinem Smartphone anscheinend nicht, was auch relativ egal ist, weil es bei iOS 15 sogar Probleme gab mit der Installation. Aber für die Leute, die auch iOS 15 haben, das funktioniert ebenso. Laut Spoofer X soll das Ganze auch auf iOS 15 funktionieren. Okay, und ganz schnell reingeschmissen habe ich für euch, wie gesagt, wieder ein Gewinnspiel, wo ihr 3 Monate PG Sharp gewinnen könnt. Einen ganzen Key, der 3 Monate hält. Was ihr dafür tun müsst, guckt einfach in die Videobeschreibung. Da ist mein Discord-Link. Tretet meinem Discord bei, ist kostenlos. Und dort gibt es einen Gewinnspiel-Channel, wo ihr teilnehmen könnt, denn Herobrine macht für euch ein Gewinnspiel, wo ihr 3 Monate PG Sharp gewinnen könnt. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 16.10. Da habt ihr also die Möglichkeit mitzumachen. Nach diesem Gewinnspiel kommt auf eine Woche drauf das nächste schon, dass ihr einen neuen Key gewinnen könnt. Das bedeutet einfach für euch auch noch, dass in meinem Discord wöchentlich immer PG Sharp Keys zu gewinnen gibt. Natürlich gibt es nicht nur PG Sharp Keys zu gewinnen, sondern auch Spoofer X Keys könnt ihr ebenso gewinnen. Schaut am besten einfach vorbei, ist kostenlos, wenn ihr keine Keys auf Lager habt, beziehungsweise keine Möglichkeit habt, einen Key zu holen, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, eine Chance zu bekommen, einen zu gewinnen. Und ansonsten gibt es in meinem Discord auch für euch PG Sharp Keys zur Verfügung. Wenn ihr welche erwerben wollt, kann ich euch auf jeden Fall da helfen. Schaut einfach da in die Videobeschreibung rein. Besucht meinen Discord, ist wie gesagt immer noch kostenlos. Da kann ich euch helfen. Wenn ihr PG Sharp und Spoofer X nicht kostenpflichtig nutzen wollt, könnt ihr die ganz normale kostenlose Version auch nutzen. Okay, aber genug gesagt. Let's go. Gehen wir in die Nahaufnahme, würde ich sagen. Let's go! So Leute, da sind wir und ja, das ist das iPhone 7 Plus. Ich habe Pokémon Go bereits installiert. Ich werde euch aber zeigen, was ihr zu beachten habt, damit ihr Spoofer X installieren könnt. Leute, es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr kein Pokémon Go drauf habt, ja. Ich habe jetzt Spoofer X bereits installiert, auch wenn ihr die originale Version habt. Diese muss aus eurem Smartphone entfernt werden. Das heißt, wir bleiben mit dem Finger drauf, gehen auf App entfernen und auf App löschen. Die App muss komplett gelöscht werden. Sie darf nicht drauf sein. Also es darf kein Pokémon Go vorinstalliert sein, Leute. Das ist sehr wichtig. Und ansonsten braucht ihr eigentlich nichts mehr machen. Ich habe, wie gesagt, die aktuellste iOS-Version für mein iPhone 7 Plus installiert. Und ihr müsst jetzt keinen PC anschließen. Ihr müsst auch kein Kabel anschließen oder sonst was. Sondern ihr geht auf eine Internet-Website von Spoofer X. Und zwar ist das cdn.spooferx.com. So war's. Genau. Und diesen Link habe ich euch auch in der Videobeschreibung gepackt. Falls ihr den nicht selber jetzt eingeben könnt, dann einfach unter dem YouTube-Video reingehen und dann den Link anklicken. Dann gelangt ihr auf cdn.spoofer.com. Jetzt habe ich es endlich mal. Und dann kommt hier oben schon Direct Install. Wichtig, Leute, dieser Direct Install kann und muss nicht immer halten. Das heißt, es kann sein, dass nach dem Video, je nachdem wie alt das Video jetzt wird, die Installation irgendwann mal nicht mehr funktioniert, weil Spoofer X das Ganze updaten muss. Aber ihr bekommt via Twitter und via Discord immer die Neuigkeiten, sobald der Direct Install wieder funktioniert. In meinem Discord findet ihr den Direct Install unter Spoofer X Updates ebenso. Wir klicken hier jetzt mit dem Finger einfach auf Click to Install und dann erscheint hier ein kleines Fenster. Und bei diesem kleinen Fenster ist es wirklich wichtig, dass ihr einfach auf Installieren geht. Danach passiert eigentlich nichts mehr. Ihr seid eigentlich dann so gut wie fertig. Gehen wir hier zurück. Und dann können wir ganz einfach sehen, wie auf der rechten Seite Spoofer X installiert wird. Das Ganze kann je nach Internetgeschwindigkeit schon ein bisschen dauern. Also ihr müsst da etwas Geduld haben. Und je nach Smartphone kann das natürlich auch wieder dauern. Ansonsten, wie gesagt, ist es eigentlich sehr einfach, das Ganze zu installieren, sage ich mal. Es funktioniert eigentlich ohne Probleme. Und wer Probleme hat,
kann sein, dass die iOS-Version, die man aktuell installiert hat, wenn man unter iOS 14 ist, nicht supportet wird. SwooferX gibt ja an, dass man mindestens iOS 14 installiert haben soll. Bei iOS 15 gab es am Anfang noch Probleme, aber das wurde behoben und somit kann man auch praktisch mit iOS 15 SwooferX auch installieren. Die Installation ist gleich abgeschlossen. Ihr seht, ich mache gerade nichts. Ich cutte auch das Video nicht, weil ich habe schon in den anderen Kommentaren gelesen, dass ich das Video mal geschnitten hatte. Und auf einmal war Pokémon Go schon installiert und dann haben die meisten gemeint, das ist ein Fake-Video, denn du hast hier keine Installation über den Browser gemacht, sondern einfach heimlich über den PC installiert. Und das mache ich in diesem Video jetzt nicht, deswegen geht das Video ein paar Minütchen länger. Aber sonst, Leute, glaubt mir, es ist eine sehr einfache Installationsmethode. Ich kann euch nur SwooferX für iOS-Geräte ans Herz legen. Die machen wirklich sehr, sehr krasse Updates aktuell. Es kommen immer wieder Neuigkeiten dazu. Bei iPogo weiß ich aktuell nicht so, wie das ist. Da gibt es ja auch Probleme mit den Keys. Da muss man das Ganze mit Patreon abschließen, was ich keinem Menschen empfehlen würde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, bei iPogo kann ich euch leider nicht mehr erstmal helfen, weil da einfach der Support wirklich sehr, sehr schlecht ist, wie man die Installation macht und so weiter. Ihr seht, Pokémon Go ist installiert und jetzt können wir es eigentlich im Prinzip auch starten. Aber wenn wir auf dem Finger bzw. auf Pokémon Go draufgehen, kommt hier eine Fehlermeldung. Nicht vertraute Entwickler von Unternehmens-Apps. Da gehen wir auf Abbrechen und damit wir das installieren können, müssen wir einmal in die Einstellungen vom iOS-Gerät rein. Gehen hier runter auf Allgemein, dann gehen wir nochmal ganz runter und dann sehen wir hier unten Geräteverwaltung. Dann haben wir hier Aramark Corporation. Kann sein, dass es bei euch was anderes ist, muss ja nicht Aramark sein, ist immer unterschiedlich, was da steht, aber es ist auf jeden Fall eine Unternehmens-App installiert worden, das ist ja Pokémon Go. Gehen wir drauf und dann hier auf Aramark Corporation vertrauen. Dann hier auch auf Vertrauen, dann wird das Ganze hier vertraut, gehen zurück auf den Desktop sozusagen und wenn wir dann auf dem Desktop sind oder halt auf dem Startbildschirm, können wir Pokémon Go ganz einfach öffnen. Seht ihr, hat ohne Probleme funktioniert. Und ich habe nicht wirklich viel gemacht. Also ich habe einfach ganz normal, wie ich es euch gesagt habe, Pokémon Go über die Seite installiert. Und jetzt kommen die wichtigsten Mitteilungen, nämlich Pokémon Go erlauben. Und dann kommt nochmal was, wo ihr bestätigen müsst. Hier genau einmal erlauben und dann kommt schon Pokémon Go. Und hier ist ein ganz wichtiger Tipp für euch. Die meisten von euch können sich nach diesem Bildschirm nicht mehr mit Facebook oder mit Google einloggen. Das liegt einfach daran, dass hier ein zu junges Geburtsdatum angibt. Gebt hier am besten einfach ein etwas älteres Geburtsdatum an. Ich in meinem Fall mache hier einfach irgendwas unter 1900 Feuerstein, so zum Beispiel ganz weit runter. Und dann könnt ihr eigentlich bei zurückkehrenden Spieler oder neuer Spieler euch direkt mit Facebook, mit Google, Trainer Club und Niantic Kids anmelden. Weiter mit Apple soll anscheinend nicht funktionieren, das habe ich nicht getestet, weil ich das nicht mit Apple verknüpft habe. Aber ja, gehen wir nochmal zurück, damit wir das sehen wegen der Roulette, die hier oben eigentlich ist. Die wir jetzt in diesem Moment nicht sehen, weil wir uns einloggen müssen. Ich beende mal ganz kurz Pokémon Go und zeige euch das, dass hier auch SwooferX installiert ist. Bevor ihr sagt, da ist doch gar keine Roulette von SwooferX und jetzt sehen wir hier oben, da ist es, gehen wir hier drauf. So, und dann haben wir hier die Einstellungen. Wenn ich jetzt die öffne, seht ihr meine Koordinaten, die ich jetzt nicht zeigen möchte. Auf jeden Fall habt ihr die Mehrheit an Einstellungen erst, wenn ihr euch einloggt. Also bitte loggt euch zuerst in eurem Account ein oder in eurem Test-Account. Dann könnt ihr die Roulette von SwooferX öffnen und dann habt ihr eine zahlreiche Funktionsübersicht. Natürlich braucht ihr halt auch einen Key, wenn ihr die ganzen Funktionen nutzen wollt. Da habe ich euch, wie gesagt, ja nochmal ganz am Anfang was gesagt. Einfach in meine Videobeschreibung reinchecken. Discord besuchen, dort könnt ihr dann euch bestimmt was holen. Okay, das soll es gewesen sein. Ihr könnt jetzt Pokémon Go bzw. SwooferX kostenlos herunterladen, installieren und auch auf eurem iOS-Gerät spielen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare damit, Leute. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Wiz. Peace out.